ist Husbeck. Hallo, ihr Lieben. Ich muss mal meinen Kaffee wegstellen. Mm. Oder ich lasse ihn einfach da stehen. Aber hier wird es langsam eng. Ich fange einfach mal mit den Papieren an. Ich habe einen kleinen Fein. Was heißt einen kleinen Fein? Ich habe einen Stempellädler-Haul für euch. Und zwar habe ich mir... hält das hier? Ich habe mich hier total eingebaut. So. Ne, so rum. Das ist das Papier von Craft Papers. Habe ich auch so noch nie gehabt. Das sind die Motive. Wir gehen das mal schnell durch. Finde ich total toll. Also auch mal so als Filmhintergrund vielleicht. Oder wenn man irgendwie was fotografiert, finde ich das echt total toll. Mega, oder? Schön, oder? Hammer. Oh, ich lieb's. Ja. Den gibt es noch in klein in 6x6. Ich war eigentlich der Meinung, ich habe den mitbestellt. Habe ich dann doch nicht gemacht. Es gibt von Imbronte, der Autorin, neues Papier bei der lieben Betty. Ich habe mir jeweils zweimal mitgenommen. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan. Und zwar gibt es einmal gepunktet. Und hier geht das so ein bisschen ins Lila. Also ihr habt hier so einen lilanen Fleck. Oh, die Tasse stört mich etwas. So. Dann haben wir zweimal die Geister. Sehr schön. Und Leute, das, oh, das fasst sich so schön an. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist wie Samt, wie Stoff. Also man möchte sich reinlegen, wirklich. Dann einmal das hier. Ist alles einseitig bedruckt. Und einmal das hier. Absolut tolles Papier. Also mega. Dann habe ich mir mitgenommen die Preise. Einen Moment. Aber hier steht da 9,99. Das ist für den Schmelzofen und da habt ihr so einen Pastellmix. Also ganz, ganz tolle Teile. Dann könnt ihr das bei der Betty mitbestellen. Das gibt es auch noch im Pastell. Ja, in so einer... Also es gibt zwei Sorten. Einmal das und einmal im Pastell. Ich habe die für euch mal... na, ihr wisst schon, gemacht. Das sind diese wunderschöne Farben. 16 Euro kostet das. Um die 16 Euro sind das auf jeden Fall. Ja. So. Kommt wieder in meine Schatulle. Nadine, ich grüße dich. Dein Gewinn ist da. Das andere kommt um den ersten rum. Und dann schicke ich alles los. Mein Mann darf diesen Monat wieder Losfee spielen, Ende des Monats. Ne? Dann geht es ja los mit der Challenge-Verlosung. Aber das hier war ja was anderes. Also, deine Stanze ist angekommen. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß damit. Die ist wirklich schön. Ne? Also, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe mir von Imbronte noch die Bäume mitgenommen. Die habe ich das letzte Mal irgendwie vergessen. Auch das Schloss. Ich glaube, die liegen immer so bei... Das Schloss war 8,50. Die Bäume 6,99. Ja, also immer so... In diesem Rahmen halt eben, ne?
Wartet mal ganz kurz. Ein bisschen was vergessen. Ja, genau. Das habe ich mir auch noch mitgenommen. Das fand ich ja total toll. Dann hat die liebe Betty mir etwas mitgegeben. Darüber mache ich ein Video. Betty, ich danke dir. Herzchen kommt wieder hier hin. Schmeiße ich nicht weg. Bleib da. 20 Euro steht dran. Ich danke dir. Ganz, ganz liebes Küsschen. Also, ach, Dankeschön. Ja, genau. Das machen wir zusammen. Und zwar könnt ihr hier mit Pappe und Stoff schneiden. Das wird in die Big Shot eingelegt. Ich habe mir das erklären lassen, weil ich dachte mir, oh mein Gott, was ist das? Ne? Aber richtig interessant. Also cool. Dann habe ich mir noch ein paar kleine Stempel mitgenommen. Das ist einmal diese süße Maus. Nee, Stanzen habe ich auch mitgenommen. Das ist für das Rudi-Stempelset. Kennt ihr, ne? Der kleine Rudi. Ihn hier. Ah ja, hier stehen auch die Preise drauf. Dann kann ich euch es gleich zeigen. 57, 57. Also hier war ich ein bisschen erschrocken. Ich dachte, er ist größer. Also das ist hier nur so ein kleiner Scheißer. 5,50, auch der 5,50. Das ist eher mit dem Geschenk, aber total Zucker. Dann einmal sie hier, 57. Da gibt es leider kein Bild. Das ist die Maus. Die ist eine Meerjungfrau, die sitzt so vor der Burg. Oder in der Burg. Und einmal sie hier, auch mit 57. Meine Sammlung muss ja weitergehen, ne? So, dann kamen zwei von The Sassy Club an. Da haben wir einmal diesen hier. Ich bin absoluter Snoopy-Fan. Vor allem hier. Woodstock. Und einmal Sonic. Einmal von Studio Light. Das sind so $23,99. Das sind ja so Gummistempel, aber die habt ihr gleich Stempel fertig. Ne? Ihr müsst die nicht montieren. Nicht montieren, sondern montieren. Oh Gott. Oh, das hält nicht. Ich hasse es, ehrlich. So. Dann für dieses Set hier, die Stanzen. Da habe ich auch schon länger drauf gewartet. Da freue ich mich besonders drüber. Das mit den Ausschneiden ist ja dann doch nicht so toll. Und ich habe mir mitgenommen die Teelichtbox. Ja, Teelightbox. Wie die funktioniert, ich habe keine Ahnung, Leute. Müssen wir mal gucken. Da seht ihr es. So teuer ist die. Ich bin echt gespannt, wie die funktioniert. Ich habe mir noch einmal Mini-Breads mitgenommen. Das ist aber von Stempelmeer. Und auch das war von Stempelmeer. Aber die gibt es bei Betty. Ja? Die habe ich schon weggetan. Das sind so ganz... Wartet, ich zeige die euch mal. Ganz kleine Mini-Ösen, nicht Breads, Ösen.
Zweimal Stempelreiniger habe ich mitgenommen. Dann war ich bei Action. Nee, Teddy. Teddy. Da habt ihr immer drei Büchlein drin. Ich verziehe die doch so gerne, ne? Also das hier ist nicht mit drauf, nur das hier, ne? Das. Jetzt muss ich mal. Jetzt bin ich neugierig, jetzt muss ich gucken. So, wartet. Ja. Also es ist nur das. Ne? Ihr habt hier so drei verschiedene. Aber die werden ja eh wieder überklebt von mir. Ne? Sehr schön. €2 pro Stück. Nee, Quatsch. Das war's nicht. Habe ich denn das jetzt hingetan? Es ist schon wieder weg. Ich habe beim Action noch ein Buch mitgenommen, aber irgendwie ist es weg. Naja. Und ich glaube, die hattet ihr im Video schon gesehen, aber die hatte ich mir bei Stamping Fairies noch mitgenommen, genau. Die habe ich euch noch nicht gezeigt im Haul, oder? Nee, ne? Habe ich nicht. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder. Mein kleiner, jetzt wollte ich wieder sagen, mein kleiner feiner Einkauf, so klein war der nicht. Ach, Leute, jetzt muss ich euch noch was zeigen. Mir ist ein Ding passiert. Also, ich war beim Action und nehme mir hier den Block, ne? Geht zur Kasse, er zieht das drüber. Und zu Hause dachte ich mir, oh, jetzt guckst du dir das mal an, diesen wunderschönen Block. Und blätter so und denk mir, ach toll, Mensch, ist der toll. Ja. Ich habe es nicht mitbekommen. Jetzt kann ich es ja auch trennen. Ich gebe den aber nicht ab, weil ich finde den so toll. Ich hätte, glaube ich, eher alle drei mitgenommen. Also es ist der letzte gewesen. Ich habe quasi zwei geschenkt bekommen. Ja. Die waren so zusammen, dass ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ihr habt hier so schwarz Glitzer drin, also richtig toll. Dann so Holo. So ein weiß Glitzer. Da seht ihr es. Spiegel und das. Ja, genau. Ja, das ist, wenn man nicht auf. Was heißt, das ist, wenn man nicht aufpasst? Das ist am Ende, ist es nicht meine Schuld gewesen. Und der Verkäufer muss ja auch gucken, ne? Also ich habe im Verkauf gearbeitet. Mich trifft keine Schuld. Aber ich renne da jetzt ganz bestimmt auch nicht zurück. Es ist, wie es ist. Und ich freue mich drüber. Tut mir natürlich leid. Ja, soll ich jetzt sagen. Ist so, wie es ist, ne? Das war's, ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder und bis dahin, Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss.